Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Vivarium, ein neuer Film mit Jesse Eisenberg, lief letztes Jahr schon auf einigen Festivals, jetzt kommt er auf DVD und Blu-ray raus. Was er kann, das erwartet ihr jetzt, lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, los geht's. Okay, da wären wir. Willkommen in Yonda, ein wundervolles Neubaugebiet. Dort gibt es alles, was sie brauchen und was sie sich wünschen. Gemma und Tom sind ein junges Pärchen und wollen sich endlich auch ein Eigenheim anschaffen. Und dementsprechend gehen sie zu einem etwas ja anderen Immobilienmakler und der führt sie dann in ein Neubaugebiet. Und es wirkt alles erstmal ganz okay, aber auch nicht wirklich überragend, weil alle Häuser eben gleich aussehen. Und als der Makler dann plötzlich verschwindet und sie alleine in diesem Haus sind und sich denken, okay, ist halt jetzt nichts geworden, fahr mal wieder nach Hause, ja, finden sie sich nicht zurecht, beziehungsweise in einem Labyrinth aus immer gleichen Häusern wieder und sie kommen da nicht raus, egal was sie tun. Dementsprechend müssen sie dort irgendwie bleiben und sie finden einfach keinen Ausweg. Und als dann plötzlich ein Karton mit einem Kind auf der Straße liegt oder ein Baby und es da drin heißt, kümmert euch um das Kind, dann seid ihr frei, ja, geht der ganze Horror erst so richtig los. Das ist so die Grundstory, denn sie müssen das Kind großziehen und das stellt sich natürlich als etwas anders heraus, als man sich es denken mag. Ein sehr seltsamer Charakter hat das Kind und dementsprechend ist das alles sehr abgedreht. Und die erste Dreiviertelstunde, muss man sagen, ist das Ganze auch echt interessant, doch dann irgendwann wird es ein bisschen monoton und in dieses etwas abgedrehte Richtung zu viel für mich. Dementsprechend hat mir dann die Geschichte den gewissen Touch an Interesse verloren und ich dachte mir so, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Es ist immer das Gleiche und dasselbe und der Film geht ja nur 90 Minuten. Dementsprechend hat mich dann die zweite Hälfte eher genervt, anstatt dass sie mich gut unterhalten hat. Dementsprechend storytechnisch sehr typisch für ein Fantasy-Filmfest. Jetzt nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Kanada lief er dort. Bei uns lief er auf dem Filmfest München. Dementsprechend ist das insgesamt so in die Richtung eher ja, Festivalfilm. 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch haben wir hier einen guten Cast, nämlich Jesse Eisenberg zusammen mit Imogen Potts. Die machen es beide sehr, sehr gut, haben auch schon in The Art of Self-Defense zusammengespielt und sie sind beide so ein bisschen spezielle Charakter. Die spielen auch beide eher aktuell in eher so arthausigeren Filmen mit oder in sehr strangen Filmen, so Festival-Filmen eher. Das Schauspiel von ihnen ist die erste Hälfte wirklich gut, die zweite Hälfte wird es etwas abgedrehter und overacting fast in manche Richtungen, was mir persönlich dann auch wieder nicht so gefallen hat, 3 von 5 Punkten. Technisch sieht der Film an sich ganz cool aus, sie haben sich echt viel Arbeit mit diesem Film gemacht, da ist echt einiges reingeflossen. Die haben in soweit Irland gedreht, alles was Studio angeht und die ganzen Straßenszenen, welche auch im Studio entstanden sind, haben sie in den Niederlanden gedreht oder in Belgien, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall haben sie an 2 Orten das Ganze gedreht und es sieht cool aus. Es ist schon ein bisschen strange und es soll auch diesen leichten plastischen Look haben. Es ist mit sehr, sehr wenig Budget entstanden und was sie daraus geholt haben, ist insgesamt sehr, sehr gut. Aber es sieht auch nicht überragend aus und der Look auch insgesamt ist eher ein bisschen neutraler gehalten. Dementsprechend 3 von 5 Punkten für die Technik. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Vivarium ist ein Film, der mir persönlich ab der zweiten Hälfte nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat, eher anstrengend wurde als unterhalten. Dementsprechend ist es nur eine bedingte Empfehlung von meiner Seite für diesen Film, weil die Geschichte eben mich nicht mehr mitgerissen hat, das Schauspiel insgesamt an der zweiten Hälfte auch eher etwas overacting wurde und auch die Geschichte mir ein bisschen zu strange abgedriftet ist an manchen Stellen. Dementsprechend sieht er aber technisch trotzdem gut aus. Empfehlung für zu Hause kann man sich definitiv mal anschauen, wenn man sich auf etwas sehr Stranges einlässt sozusagen. Dementsprechend an der Stelle kann ich sagen 3 von 5 Punkten. Insgesamt ist der Film nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut. Er ist solide mit 12 von 20 Punkten. Ich kann ihn nicht jedem empfehlen, weil er mir persönlich auch nicht unbedingt Spaß gemacht hat, aber ich kann die Faszination für manche an diesem Film durchaus erkennen. Dementsprechend war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!